Zack. 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 Die Lämpchen bleiben allerdings. Die sind süß. Ich kann nicht hingucken. So, wo ist unser Koch? La, 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 la. Kann es sein, dass der schleppt eventuell? Das soll er gleich mal knicken. Ach, Sleeping. Nee. Collecting in Creators. Das sollen andere machen für den. Der soll jetzt kochen, Mann. Der kommt nicht vorwärts. Wenn der auch irgendeinen Scheiß macht. Dass er sich Material hole zum Arbeiten und gut ist. Aber mehr nicht. Kommt das jetzt ins Eck, da, Mann? So, genau. Hau rein. Koch's. Trägt er das dann weg, lässt es stehen. Das ist okay, wenn es zum Job gehört noch, dass es aufräumt, passt es. Dann soll er sich wieder Material holen. Na? Damit habe ich keinen Stress. Achso, warte. Hier draufklicken. Was hat er im Rucksack? Angeblich nichts. Ja, ja. Interessant. Bep. 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 Ja, weil der kommt nämlich mit zum Kochen. Der hat so einen Haufen Geschäft. Der muss hier 27 Leute versorgen. Das wird sonst nichts. Na, und das räumt sie dann wieder auf. Das finde ich gut. Macht dann jetzt im ersten Mal Kiste für Kiste voll. Ja, perfekt. Guck, jetzt funktioniert die Sache nämlich auch. Das ist ja. Nee. Nee, 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 nee. Ah, guck mal, wie sie knacken. Ah, vor allem die Decken sich auch zu. Oh, das ist cool. Guck mal, nur die Decke. Sieht ziemlich kastenmäßig aus, das ist cool. Ich schlafe mit auf den Augen, Meister. Ich find's cool. Schön. Dass du reinzoomen kann. Wir können nochmal eins machen. Wartet. Eine Hausbesichtigung. Guck, dann sind wir hier drin. Dann kommen wir nicht hier durch. Und dann kommen wir noch hier ein bisschen. Huch, ein bisschen drehen. Kurz aus dem Haus rausgeflogen. Ich sehe dich. Ich bin Pina, der Hausgeist. Was? Jetzt zoom da raus. Gut. Ah, mit Leertaste kann ich den hier machen. Ah ja, okay. Warum auch immer habe ich gerade die Leertaste gedrückt. Aber ist jetzt ja nicht so tragisch. Okay. Okay, Tag 12. Oh Gott. Es sind ja schon 6 Farmer. Die kommen trotzdem noch eine ganze hinterher. Gut, das Abfarmen dauert halt immer eine Weile, ne? Deswegen, der Koch, der kommt nicht. Wenn wir da nicht angucken, wie lang der schon an dieser Liste rumdümpelt. Jetzt gucken wir, sind so noch 4 und so weiter, ne? Und das wird ja sonst nichts mehr. In dem Leben. Ah, jetzt, ich dachte schon, wo sind die hin? Und Fleisch müssen wir jetzt auch ein bisschen was haben. Das guck mal, das erste Materialzimmer kommt. Abbruch Material, wie sieht es mit dem Tierfutter aus? Aktuell? 26, was ist denn das? Pollo Food. Okay. Mach mal 30. Und das schieben wir dann gleich mal direkt dahinter her. Die anderen haben mehr zu fordern, das ist okay. Wir müssen jetzt auf der Geschwindigkeit gerade laufen lassen. Das ist sonst. Ich finde ihn cool. Oder sie? Ihn? Zed. Open. Männlich? Bestimmt. Mining Axe. Apropos Mining. Was machen unsere Freunde in der Mine? Arbeiten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Funktioniert also alles. Gut. Daily Update. Ja, zu wenig gearbeitet. Ja, das ist einfach zu krass gerade. Trapper Level 5, Glückwunsch. Könnte theoretisch auch noch Koch werden, aber würde ich sogar noch fast warten damit. Ach, den Scheiß müssen sie noch wegtragen, ne? Oh Gott, stimmt. Wartet mal, dann gehen die Kisten dann, nehme ich mir jetzt allerdings gleich voll. Folgendes. Setzen wir jetzt hier hin. So.
Ne? Weil dann können sie nicht die leer machen. Passt eh nur 32 rein. Boah, das wird ja pervers, wenn man da beim Koch alles mit disponieren. Oh, Hakines. So, 3 Hühner, 4 Hasis, 4 Lemmis. Und du schießt es ja gerade rum und machst nichts, ne? Ja, gut für mich aus. Nee, jetzt hab ich eine Changer. Ich muss auch wieder da draufklicken. Ah, er speichert, okay. Immer wenn ich irgendwo hinklicke, speichert der. Das ist schlimm. Der disst mich. So, wenn das Rumstehen nicht gefällt, dann schlepp halt noch was. Aber kümmere dich zukünftig schnell um deine Tierlis. Weil eitel kann hier niemand sein. So, es hat nicht mehr was zu tun. Oder glücklich. Gut, der Weg ist gemacht. Da kommt eigentlich auch noch einen Weg zwischendurch friemeln, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Wird's als Trampelpfad missbraucht. So. Straße. So, 4 Stück. Ja. Feuer. Ja, 50 Steine, es geht wieder hoch. Also wir produzieren gerade mehr oder haben mehr Stein dann, wie benötigt wird. Das ist okay. Warum ist da bitte nicht der Ofen platziert? Ha. Sehr gute Frage. Es sind 2 produziert allerdings. Okay, gut, ich warte jetzt mal ab. Wie es von denen angedacht ist, aber okay. Wobei, wisst ihr was? Das platzieren wir jetzt einfach fertig. Können wir mal. Ich werde doch nicht so ewig. Müssen wir echt auf den Sack gehen? Kinas. Wehe, das stimmt jetzt nicht. Dann rast I aus. Doch, ich glaube, das sollte hin. Was ich da gesetzt habe. Sonst versetzen wir später nach. Ist ja egal. Warum das jetzt so komisch angezeigt wird. Jetzt wird es angezeigt. Jetzt wartet. So. Ja, könnte man noch eins nach rechts versetzen. So. Eins nach rechts, bitte. Ist es passiert? Nö, es ist nicht. Aha. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Nein, steht 1, 2 drüben. Ach, Mann. Ja, eine Summe da wieder so. Ah, ich raste aus. Ich gebe ja Kinder. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße herzlich willkommen zurück am Stück bei Stonyhearth. Nach dem kurzen Abschmierer leider jetzt. Aber, naja, wir nehmen jetzt mal den OBS auf, da scheint es. Ist manchmal merkwürdig. Manche Programme auf dem Dextory besser als Spiel zum Aufnehmen, manche mit OBS. Andere wiederum mit Bandicam. Merkwürdig, merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Was glaubt. Wo? Hä? Was macht ihr? Ach, weil da auch noch Material rumliegt. Ach so. Ja, okay, gut, das verstehe ich jetzt. Das finde ich jetzt sehr schön. Gut. Ich war ja da dabei, das Teil hier zu versetzen, ne? Aber ich glaube, ich warte, bis das Gebäude fertig ist, weil ich glaube, das war dann zu viel fürs Spiel. Das wollte nämlich so, no. Hat es dann gesagt. Wir haben mal ein bisschen beschleunigen. So, sehr schön. Gut. Haben wir da irgendwas geplant? Weil ich habe jetzt mal die Dateien kurz gerettet, als wieder herstellen lassen. Hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde jetzt. Derzeit ein bisschen eisig gespielt, einen guten Run hingelegt. So, jetzt folgendes. Wir haben die. Steinchen haben wir jetzt, ne, im Grunde. Dann kommt nicht in so Approach Your Town.
Was? Das hört sich scheiße an. So, du machst mir jetzt mal 40. Viel Spaß. So, gut. Ah, ja. Kann man wohl nicht schon sagen, dass wir nichts reintun sollen, oder? So. So. Und wer ist bei denen gemacht? Ah, okay. Das noch. Nichts außer das. Warte, nee, das ist Blacksmith-Sache. So. Da auch nichts außer das hier. Müssen wir jetzt kurz wieder durchklicken, aber geht ja schnell zum Glück. So, dann schmeißen wir uns ja nicht alles rein und dann laufen die unnötige Wege und das will ich vermeiden. So. Auch nichts, außer das hier. Die ganze Reihe. Alt. Nein, Boogie, das nicht. Du klickst wieder viel zu schnell, du kleiner Freak. So, 1, 2, 3. Das und das. So. Na guck, da haben sie schon was reingetan, die Hunde. Jetzt geht's wahrscheinlich erst mal Mittagessen. Nichts. Nichts. Da müssen wir zum Glück nicht bestätigen. Das nimmt einfach auch so. Das finde ich nicht sehr schön. So. Sehr gut. So, unser Koch ist ja immer noch eigentlich mit in der Hinsicht nichts beschäftigt. Das heißt, ja genau, der geht nur seiner Arbeit nach. Das ist gut. Dann können wir kurz nochmal nachschauen. Zu vergewissern, was der gerade tut. 26. Hühnchenfutter. Dann das. Das ist okay. Das passt. Eine Farming-Sache hier. Oh, ist es voll, oder? Nee, aber geht langsam in die Richtung. Okay, dann müssen wir dann kurz ein paar platzieren. Ah, ich bin schon froh, wenn der Blacksmith da ist und die seine eigenen Kisten machen kann. Das ist schön. So, jetzt setzen wir nochmal 3 fürs Essen. Und vor allem der da drin wird sich dann freuen. Da geht mir der Platzmangel vorbei. Tender! Sehr schön, Glückwunsch! Level 5 arrived. So, haben wir Ditte. Können wir mal ein bisschen beschleunigen. Da brauchen wir allerdings noch ein Haus, ne? Jetzt warte ich nur mal kurz. Ah, da kommen sie schon. Perfekt. So, bevor auf die blöde Ideen kommt, kommt das rein. Und halt, warte, ganz vergessen, das noch. Tierhaut nicht. Das sollte ja bei der Dings eingelagert werden. Bei unserer Weaverin, meines Wissens nach. So, da schauen wir auch gleich mal kurz danach. Halt, nein. Und das hier. So. Ja, Tierhäute werden bei ihr eingelegt. Das finde ich alt. Was? Nein, aber da kann ich jetzt mit allem. Ja, die. Das geht aber nicht. Nein. Ach, du speicherst. Ach, Spiel. Hast du es? Danke. Dekoratives Zeug, das und das. Genau. Ja, es sind alle gleich ausgerüstet. Sind alles drin? Boah, 42 von den Teilen. Ich glaube, wir müssen jetzt ziemlich Stoff mit da verarbeiten. Also wie das aussieht. So, dann müssen wir kurz mal nachschauen. Yep, mach mal 30, dann sind wir bei 90. Jetzt darf ich nur auf den Numblock-Tasche nichts drücken, sonst könnte ich mit Obasing was passieren. Ich weiß nicht, dass die Kamera angeht. So, ich wollte nur gucken, ob es auch gerade funktioniert, weil manchmal klappt das nicht ganz. Ich weiß auch nicht warum. Oh, da haben sie Stein auf dem Dach vergessen. Nee, so aber nicht. Ach Gott, passiert. Das wollte ich jetzt nicht, sorry. So, weil da hinten wird jetzt auf jeden Fall umdisponiert. Da sind sie. Alter, voll der Wuselhaufen, ist so geil. Aber es funktioniert alles. Es ist so schön. Manche Objekte brauchen sie halt ewig. Die suchen sich halt die Arbeit echt aus, weil sie kategorisieren das, glaube ich. Mit dem Umräumen haben sie, sind sie, glaube ich, zügiger wie mit allen anderen. Finde ich halt schön.
So, wie sieht's denn bei euch aus? Wie sieht's denn die Etage tiefer aus? Warte, da müssen wir kurz hier schauen. So, der hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Die haben auch... Oh ja, die haben noch Setup, Arbeit. Das passt. Ist da oben überhaupt schon was passiert? Nee, weil den Tunnel müssen sie auch noch vor uns graben. Ah ja, okay, dann haben sie auf jeden Fall noch was zu tun. Das ist gut. Sehe ich ja dann spätestens, wenn vor mal da so ein bisschen grün aufblinkt, aufploppt und ich denke mir so, was? Geht aber gar nicht. I'm sure. Bauen wir noch ein Haus? Ich glaube ja. Wir brauchen noch ein paar Schlafmöglichkeiten. Da denke ich auch wieder ein bisschen was Größeres jetzt. Begründung hierfür ist nämlich einfach folgende, dass wir noch ein bisschen mehr Schlafplatz brauchen auf jeden Fall. So, 16 auf 18. Erstmal, das ist okay. Nehmen wir Holz. Und dann machen wir das Ganze 10 breit. So. Dann kriegt das Ding erstmal Mauern. Dann kriegt das Ding noch Innenwände, aber aus Holz bitte. Und zwar schöne. Und hier auch. Ich kann alles ein bisschen weißer halten. So, sehr gut. Weil, ja, ihr seht's wieder. Ihr könnt euch schon fast denken, wenn schon die Tür auftaucht, was es gibt. So. Und zwar wieder ein Objekt des etwas größeren vom Sinne her. Da würde ich aber gerne doch jetzt Holz nehmen. Dann nehmen wir mal ein bisschen was dunkleres. So dann. Wobei, wir könnten ja theoretisch herkommen, die Außenwand hier so eine Kante ziehen, ne? Dass wir da Stein machen. So. Und den Innenboden allerdings dann aus Holz zimmern. Hier machen wir dann wieder weiß. Bis dahin, ja, genau. Dann hätte ich gern den Fußboden allerdings. Achso, das speichert gerade. So, ja, ich dachte gerade, das wird jetzt aber böse, wenn das nicht geht. So, dann brauchen wir die Treppe wieder. Die ist 4 breit, genau. Das ist okay. Dann gehen wir lieber noch eins raus. 2. So, nein, das wird doch rückgängig. Ja, danke. Design, genau. So, 2 noch raus. Nehmen wir die Treppe. Zack. Na, ist ja gut hier. Dann brauchen wir den Boden wieder. Ziehen das wieder hier rein. Das Komische ist, wir könnten das jetzt halt theoretisch komplett zuziehen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Deswegen lasse ich es hier lieber ein bisschen größer, bevor wir hier in irgendwelche Blöditäten kommen und wir nämlich dann 2, 3, 4, 5 und wir dann die Prämisse kriegen, dass wir hier nämlich nichts mehr ranbauen können. Das wäre doof. So. Gut, dann brauchen wir noch hier eine Decke. Dann machen wir allerdings dann das hier wieder. Das können wir... Nee, das können wir nehmen. Ja, dann Speicher halt. Arsch. Ich weiß ja nicht, wo ein Elfwurz gerade Speicher ist, aber von mir aus. Die hätte ich allerdings gern dann so. In der Farbe. So. Warte mal, nee, das machen wir anders. Wir rüsten das vorher noch mit Möbeln aus. Haha! Eins, zwei, da muss da noch nicht noch eine Türe rein, sonst wird das nämlich auch nichts. So. Und dann noch Innenwände ziehen. So. Dass es ein bisschen abgetrennt ist, ne? So. Dann noch eine Türe wieder, dann nehmen wir die... Ah, warte, das ist die... Das war jetzt falsch, die muss weg. Da muss die andere Türe rein, nämlich so eine als Wohnungstüre. Und das sind die dann die ganzen normalen Zimmertüren dann. Für Schlafzimmer und so, ne? So, weil... Dann kommt nämlich wieder diesmal hier ins Eck. So, eins. Aber beides wird doof. Nee, dann müssen wir auch dann schon richtig. So. Eins, zwei. Und dann setzen wir hier noch einen Tisch hin. Die hier.
Eins, zwei, so. Und dann wieder ein Stühlchen. Da, 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 da. Eins, zwei, sehr schön. Und dann kommt noch eine Kommode. Ah, die müssen wir im Außenbereich machen. Die muss hier außen rein. Und zwar kommt die nämlich dann hier hin.